Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go PvP Video in der Superliga. Und genau, heute mit Krypto Glurak im Lead und das Team ja so aufgebaut, dass es sich vor allem um Glurak drehen soll, sprich versuchen immer so viel Energie wie möglich zu tanken und die Schilde möglichst für Glurak aufzuheben. Und es ist auf jeden Fall ein sehr spaßiges Team, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, was wir damit so reißen können. Genau, soweit so gut. Und ja, ich meine, so ein Landton-Lead wäre jetzt nicht so geil. Aber wir schauen einfach mal, ob wir ja damit performen können. Das ist in Ordnung. Du wirst wahrscheinlich bei 6 direkt klicken. Deswegen schauen wir einfach mal. Gehen direkt mal hier in den Flunschlag. Fangen die Breitseite ab und müssen mal schauen. Also eventuell werden wir jetzt mit einem Meditales bestraft. Aber dann haben wir es halt mal rausgelockt, ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Auch in Ordnung, muss ich sagen. Auch nicht so schlecht. Und ich glaube, das solltest du wahrscheinlich holen. Zumal wir ja jetzt abgeschwächt sind. Also, ja, ist in Ordnung. 7, ja, 8. Hast jetzt den nächsten Meteorologen. Ist jetzt bei insgesamt 9-mal Flügelschlag gewesen. Müssen wir mal schauen. Also, wir bräuchten hier schon 3 Steinhagel. Schild ist hier, okay. Wir waren abgesenkt. Also, wundert mich jetzt ein bisschen. Aber nehmen wir so mit. Und willst du auf jeden Fall gut Energie tanken. Was ich jetzt nicht so geil finde. Aber können jetzt auch nichts dagegen machen, konkret. Boah, hast gut gefarmt. Lassen das, glaube ich, genau durch. Gehen jetzt direkt in Nachtara. Und Energie müsste ich so ein bisschen im Überblick haben. Müssen wir schauen. Ja, holst dir gut Energie leider. Könnte der potenzielle Orkan sein. Müssen wir mal schauen. Okay, boah. Gut abgefangen, leider. Sehr, sehr gut abgefangen. Und ja, ungeschmeidig hier. Müssen, glaube ich, direkt rüber, ne? Ja, sieht nicht gut aus, denn die Drachenrouten werden sich leider sehr stark aufsummieren. Okay. Interessant. Ja. Boah, das ist sau viel Energie, glaube ich, hier, ne? Du hast extrem viel Energie. Ich hätte mehr Flügelschläge machen sollen. Das war nicht gut, glaube ich. Aber ja, immerhin ist das Stalos weg. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ich weiß gerade leider überhaupt nicht. Ja, okay, ist egal jetzt. Boah. Okay. 4, 5, 6, 7. Ja. Müssen wir mal schauen. Stern hier bei 6. Das heißt, du brauchst noch 5-mal Feenprise. Boah. Also Krypto-Glurak, krass. Krypto-Glurak einfach heftig. Und Gegner muss, glaube ich, auf den Köder spekulieren, weil wenn, glaube ich, dann im CMP-Teil, wäre ich dann zur nächsten Lo gekommen. Deswegen auf jeden Fall geil. Okay, müssen wir mal schauen hier. Die Charmen werden sich extrem aufsummieren. Ich muss, glaube ich, in Flunschlag zeitnah. Holen uns aber hier schon mal den Schild ab. Und ja, auch ein heftiger Lead hier, ne? Auch ein krasser Lead. Wir gehen direkt rüber. Sind, glaube ich, bei 7-mal Charm. Kriegen jetzt hier den Meteorologen ab, den wir eigentlich ziemlich gut wegstecken sollten. Habe jetzt ein bisschen Bange, was hinten ist, aber wir werden es ja jetzt sehen. Okay, boah. Was machst du gegen Gift im Lied? Ja, war auf jeden Fall interessant. Also wahrscheinlich dann irgendwas hinten mit Stahl vielleicht noch oder Boden. Vielleicht so ein Zurlord, ne? Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal schauen hier. Ja, 7. Könnte die Hydropumpe sein. Alles andere müssten wir noch tanken. Vielleicht ein Eisstrahl. Okay, ist in Ordnung. War ich jetzt gerade verzählt oder? Müssen gerade mal gucken hier. Bist jetzt, glaube ich, bei 3-mal blubbernd, ne? Oder? Ich habe gerade komplett verzählt hier. 4, ja. Wahrscheinlich Eisstrahl Knuddler. Puh. Sieht nicht gut aus. Und auch die Tatsache, dass ich die Wechseluhr runterticken lasse, war, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, wir müssen, glaube ich, mal langsam schilden.
Und wenn Volnona reinkommt, versuche ich mit Lurak vielleicht noch was zu machen. Okay, ja. Ich glaube, wir gewinnen hier die Gleichstände, ne? Oder? Ne, wisst ihr was? Ich farm jetzt einfach lieber. Obwohl, das war eigentlich auch nicht gut. Das war, glaube ich, auch nicht gut. Ich bin ja gleich bei 100 Energie. Ich war mir gerade unsicher. Hätte im Gleichstand drücken können. Gehe jetzt einfach hier auf den Schmarotzer. Den könntest du sogar noch tanken. Aber müsste es dann rausgehen, damit ich nicht farme. Wir müssen mal schauen hier. So, wurde gerade unterbrochen, leider. Aber das Gute ist, dass du hier einsetzen musst, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie viel die Zuflucht macht. Okay. Du könntest die Zuflucht abfangen. Das wäre nicht geil. Den müssten wir tanken. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach direkt einsetzen. Hoffe, dass du nicht abfängst. Befürchte es leider, aber wir machen es jetzt einfach. Okay. Wenn jetzt hinten ein. Müssen wir mal gucken, was hinten sein muss, damit wir das noch machen können. Ich gehe aber direkt rüber, selbstverständlich. Können hier noch Energie farmen? Okay. Jetzt die große Frage: Was ist hinten? Boah, okay. Huh, Glück gehabt, ja. Aber auch interessant, ich meine, vorne und hinten Fee. Ja, ne, wenn so ein vorne ein Akrosteller oder so ist, aber ist halt meistens nicht der Fall, deswegen GG an den Gegner. So, also war wieder ein Good Game. Und wieder Glück gehabt. Und das ist auf jeden Fall dann geil, ne? Wenn die Schilde unten sind, dann. Boah, das ist auch ein heftiger Lead. Das ist ein extrem heftiger Lead. Was hast du hinten? Okay. Und jetzt auf jeden Fall noch Energie. Gehen jetzt nach Tara. Das müssen sogar holen, das Matchup hier. Gegner surrendered. Ja, so heftig. Also sozusagen unser Team vom Teambuilding her. Das gegnerische Team komplett ausgekontert. Also Prigaron, ich glaube, mit der beste Lead, der uns hier hätte begegnen können, gefühlt. Das ist der schlechteste Lead. Wir gehen in Nachtara. Und müssen mal schauen. Puh. Ist das Boltaros Militalis Sazenia? Könnte sein. Ich glaube, in neutralen Matchups sollte Boltaros sollte sozusagen Boltaros die Nase vorne haben, wenn man so will. Holen uns hier noch Energie. Okay. Hast sau viel Energie geholt. Bis jetzt bei 5x Konter. Ja, das ist auf jeden Fall das Team, denke ich. Oder Boltaros Doppelkonter sozusagen noch ein Deoxys hinten. Ja, sieht nicht gut aus. Aber wir versuchen hier noch unser Bestes ja, zu machen, sag ich mal. Oder, ja gut, im Flutschig hätte ich jetzt keine Chance gehabt, deswegen glaube ich, Nachtara ist schon in Ordnung. Können uns hier komplett farmen, leider. Das ist vermutlich der Eishieb oder Wuchtschlag oder Power Punch, aber ich denke mal Eishieb. Okay, ist in Ordnung. Wir gehen direkt rüber. Und chillen, glaube ich, einmal. Und, ah ne, wir chillen nicht. Boldoros kommt eh rein. Ich hoffe, ich überlebe ein Katapult. Psychokinese. Heftig. Aber kriegen doch die Lohe raus. Perfekt. Bitte kein Feuer ohne Pokémon oder irgendwas mit 1er Move. Boah, dass Lohe die Psychokinese wegsteckt, war mir jetzt so nicht bewusst. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Und das ist auch sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Müssen wir gucken, was hinten ist. Und ich werde natürlich jetzt in Flunschlick gehen. Solange hinten kein Konter-User ist, aber Sazenia ist auch nicht gut. Also heftiges Team leider vom Gegner. Das könnte der Flammenwurf sein. Ich werde es mal schilden. Bitte keine Steinkante. Bitte keine Steinkante. Huh. Das muss ich jetzt erstmal wegstecken. Das war jetzt extrem belastend. Ich habe gerade nicht mitgezählt, wie viel du hast. Hätte abfangen können, wenn ich es gewusst hätte, aber ja. Wir holen uns hier Energie. Ich glaube, wenn hinten ein Sazenia ist, können wir es vielleicht noch machen. Boah. Ich muss gerade überlegen, ob wir das jetzt konkret machen. Du wirst auf jeden Fall 100 Energie und ich hätte, glaube ich, direkt rüber gemusst. Wir schauen mal. Können vielleicht bei Gelegenheit was abfangen? Da müssen wir jetzt mal schauen, ne? Ich werde, glaube ich, noch drin bleiben. 7, ja, 8, 9.
10, ja. Wirst du bei Back-to-Back einsetzen? Müssen wir mal schauen, könnte sein. 11. Ah, okay, eins davor. Clever, dass du das hier so diskontinuierlich machst. Jetzt halt die Sache. Ich glaube, du wirst nicht direkt einsetzen, aber ich gehe jetzt trotzdem mal raus. Okay. Obwohl, ich hatte den Schmarotzer ready. Ich hätte einfach direkt in Nachtare gehen müssen. Das war nicht gut, leider. Das war nicht gut gespielt hier. 2, 3. Ja, das überlebst du leider. Wenn du das nicht überlebst, hätte ich gewonnen, aber ich hätte, ja, ich hätte das, glaube ich, machen können. Ich hatte gerade vergessen, dass ich den Schmarotzer ready hatte und hätte einfach sozusagen, nachdem du die Samenbomben eingesetzt hattest, hättest du noch eine Dunkelklaue gebraucht und dann direkt rüber. Nehme ich aber mit an Erfahrung. Auch ein interessantes Team vom Gegner. Deswegen immer sinnhaft oder beziehungsweise sinnvoll, die Energien im Überblick zu haben. Ist nicht immer so einfach, wie ich finde, aber ja, das wäre auf jeden Fall von Vorteil gewesen. Hier holen wir uns, glaube ich, erstmal Energie und gehen dann in, ich überlege gerade, nach Tara, glaube ich. Könnte es hinten ein Rokara noch haben oder Meditalis? Müssen wir mal schauen. Okay, boah, heftig. Aber immerhin rausgelockt in dem Sinne. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Das wirst du natürlich für dich entscheiden, das Matchup. Aber wenn wir noch eine Zuflucht rausbekommen, können wir vielleicht einen Schild. Nee, ich glaube nicht mal einen Schild werden wir jetzt ziehen. 7, ja. 8. Du setzt sogar ein. Überleben wir das? Ich glaube, mit Ach und Krach könnten wir das vielleicht sogar wegstecken. Und müssen dann mal schauen. Okay, immerhin. Ich glaube, du bist bei 8 mal Charm gewesen. Und das wirst du leider noch wegstecken. Aber haben dann schon eine gute Vorarbeit geleistet. Genau, ja. 9. Und ich gehe, glaube ich, in Glurak. Ich will mein letztes Pokémon jetzt ungern zeigen direkt. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen konkret. Ich gehe rüber, glaube ich, direkt. Hoffe, dass ein Body Slam einsetzt. Wäre geil, wenn wir den jetzt abfangen. Ich mache das jetzt hier einfach. Schade, hat nicht geklappt. Wahrscheinlich die Blattgeisel, ne? Also ich denke nicht, dass du jetzt auf Body Slam gegangen bist. Okay, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so heftig. Okay, boah. Brauche einfach deine Schilde, glaube ich. 5, 6. Ja, wir brauchen einfach deine Schilde. Deswegen machen wir hier keine Faxen. Wir gehen hier selbstverständlich auf das Erdbeben. Das Problem ist, ich muss vielleicht dann mal was schilden. Denn die Dunkelklauen, ja, ich merke es gerade, Dunkelklauen werden jetzt sehr viel Schaden machen. Auf Dauer, deswegen mal gucken, ob ich noch ein Erdbeben rausbekomme. Wäre gut. Okay. Ah, wir kommen auf jeden Fall vor dir zur Attacke. Bis jetzt bei 6. Ich glaube, Zubiris gewinnt die Gleichstellung, ne, gegen Glurak. Deswegen werde ich dich nicht einsetzen. Vielleicht farmen wir dich, ja. 7, 8. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Schilden jetzt. Ich glaube, du brauchst jetzt noch 3 Mal. Deswegen, ich werde jetzt noch 2 Mal Flügelschlag machen, dann einsetzen. Ich glaube, farmen geht nicht. Oder? Ah, nee. Ha, ich wollte dich farmen. Das war ein Fehler. Ja, ich war mir gerade unsicher. Ich habe gehofft, das reicht vielleicht mit Ach und Krach. Deswegen, das war nicht gut. Und ja, Lurikara wird nicht reichen. Deswegen, ach, leider wieder verspielt. Wobei, ja, ich meine, mit dem Schild vielleicht noch wäre es was gewesen. Gut geschildert. Ich will nur gucken, wie viel das macht hier. Aber ja, wird nicht reichen. Und du kommst dann leider vor mir zum Bodyslam, ne? Befürchte ich jetzt einfach mal. Und boah, der hat schon gut Schaden gemacht. Und hast jetzt, glaube ich, den Bodyslam. Ja, auf jeden Fall GG. Und da hätte ich auf jeden Fall. Oder hätte ich das noch machen können? Ja, Schlecker hätte auch schon reingehauen. Aber auf jeden Fall knapp bemessen. Das war es auch soweit. Konnten hier immerhin ein 3 zu 2 holen. Und ja gut, das eine Match vorhin, da hat der Gegner direkt ja surrendert. Deswegen weiß nicht genau, wie das ausgegangen wäre, aber sah schon gut aus. In dem Sinne muss ich erstmal ein paar Sachen abstoßen. So, in dem Sinne hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat. Könnt mir auch gerne sagen, was ihr so aktuell zockt. Also sowohl die Liga als auch das entsprechende Team würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Hoffe, dass ihr noch zeitnah euren Wunschrang eintüten könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. In dem Sinne, ja, wenn ihr das Team am Start, also wenn ihr die Pokémon habt, könnt ihr das Team auch gerne zocken. Also macht schon Bock.
Ne, deswegen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.